meine Lieben, bei Gabis Kochbuch. Ich war gestern im Wald und habe diesen letzten prächtigen Steinpilz gefunden. Und den werden wir heute panieren. Und ich habe mir gedacht, nehmen wir ein paar Kerne dazu. Ich wollte erst nur Kürbiskerne nehmen, habe aber dann diesen Salatmix noch gefunden. Da war die Packung offen. Und da drinnen sind Kürbiskerne, ein paar Pinienkerne, Sonnenblumenkerne. Und da möchte ich sie jetzt drinnen panieren. Weiters braucht man noch Ei, da habe ich Salz, Pfeffer und Milch dazu gegeben, etwas Mehl und Semmelbrösel und diese Weißbrotbrösel werde ich gleich einmal mit meinen Kernen mischen. Ich habe den Pilz jetzt in Scheiben geschnitten und als erstes kommt er in das Mehl. Da muss ich noch das Ei mit der Milch verrühren. Das habe ich jetzt vergessen. Und da gehen wir jetzt hinein. Öl habe ich schon in der Pfanne erhitzt. Das ist ein herrlicher, schöner, fester Pilz. Und zum Schluss kommt er in meine Brösel-Körnermischung. Und jetzt werden wir in der Pfanne schön langsam goldbraun frittieren. Unsere Steinpilze sind jetzt schön knusprig auf beiden Seiten gebraten. Jetzt werde ich sie aus dem heißen Fett herausheben und aufs Küchenkrepp abtropfen lassen. Ich habe unsere knusprig gebackenen Steinpilze mit einem wunderbaren Erdäpfelsalat serviert. Frischen Vogelsalat gibt es auch schon im Garten. Also das wird wieder ein Genuss. Das war vermutlich die Steinpilzsaison 2022. Sie war ganz hervorragend und wir haben viele leckere Pilze noch getrocknet und eingefroren. In den nächsten Tagen gibt es dann noch ein bisschen was mit Maronenröhrlingen. Da habe ich ja auch noch welche. Und Parasole habe ich auch gefunden. Da gibt es natürlich auch ein leckeres Video zu knusprig gebackenen Parasolen und wie du die erkennst. Freue mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal zu einem netten Koch- oder Backvideo von mir.